Für ihre Liebe zu großen Hüten ist Königin Maxima bekannt. Doch diese Affinität zu solch ausladenden Accessoires bereitet beim Besuch auf Curaçao ein paar Schwierigkeiten. Und das soll nicht das einzige kleine Hindernis bleiben. Das niederländische Königspaar ist zur karibischen Insel gereist, um sich über die Hilfsmaßnahmen nach Hurricane Irma zu informieren. Als Willem Alexander und Maxima aus dem Auto steigen, wird die schicke Königin nicht nur mit einer freudigen Begrüßungszeremonie empfangen, sondern ist auch gleich mit dem ersten Hindernis konfrontiert. Auf dem unebenen Schotterboden scheint sie sich mit ihren High Heels schwer zu tun und wirkt etwas wackelig auf den Beinen. Auch im weiteren Verlauf des Tages sieht die 47-Jährige beim Laufen immer wieder vorsichtig zu Boden. Doch damit nicht genug der Unwegsamkeiten. Der breite Hut der Königin nimmt nämlich ganz schön viel Platz ein. Als Willem Alexander ihr während einer Musikaufführung etwas sagen will, ist das gute Stück im Weg und erzeugt sogar unbeabsichtigt die ein oder andere Ausweichbewegung. Der König weiß sich aber zu helfen und beugt sich einfach zu Maximas anderem Ohr. Hier lässt die gebogene Krempe etwas mehr Raum für Geflüster unter Liebenden. Das Paar ist eben ein eingespieltes Team.